nach 656 Tagen ist Dynamo wieder mit dabei auf der großen Pokalbühne. Sie haben uns so viel Freude schon gemacht in der dritten Liga. Hoffentlich heute Abend hier. Wann hat man mal die Gelegenheit, gegen Weltmeister zu spielen, gegen WM-Teilnehmer, Champions League-Teilnehmer und. Wir sollen das Spiel genießen und das haben wir genossen. Aber das kannst du auch nur genießen, wenn du Aufwand betreibst und das haben wir getan. Elfmeter für Dynamo. Das Geburtstagskind ist gefoult worden. Dürholz und jetzt Justin Eilers. Justin, mach ihn! Mach ihn, Justin! Mach ihn in der 24. Minute. Er läuft an. Tor! Tor! 1:0! 1:0 für die SGD! Die Guten, die in Schwarz und Gelb, sie führen. Und wir schrauben das erste Schräubchen in die Pokalsensation rein. Dynamo führt mit 1:0. Ist das herrlich, ist das schön. Wir nehmen ein bisschen Pokalatmosphäre auf und hören uns den Torschützen an. Genau der hat das 1:0 gemacht. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn verwandelt habe. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ein bisschen Nervosität dabei war. Aber ich habe kühlen Kopf bewahrt und habe das Ding eiskalt verwandelt. Jetzt kommt Dynamo über Stefaniak. Der ist im Strafraum. Was macht er? Gibt zurück. Komm, Darius, komm nicht ran. Nochmal die Möglichkeit, da sind sie überrascht. Was machen sie da jetzt? Auf Teixeira. Teixeira hat's gemacht. Teixeira hat's gemacht! 2:0! Tor! Aus der Position, so ein Volley-Schuss war mein Ziel gewesen, dass er da hinten in die Ecke rutscht. Habe ich natürlich sehr gefreut. Der Nils, das ist einer, der ist nicht zum Tore-Schießen geboren. Das ist kein Goalgetter. Und dem geht hoffentlich gleich so eine richtige Bräulerkutte, also so eine richtige Gänsehaut, hoch und runter, wenn der Name durchs Stadion hallt. Normalerweise ist er dafür nicht vorgesehen, der soll hinten aufpassen, dass nichts passiert und weniger vorne rumturnen. Wenn er mir sagt, dass er ab und zu mal das Tor trifft, dann darf er auch weiter vorne spielen. Das Stadion kocht wie so ein richtig guter Bohneneintopf von Oma. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dresden ist anders, Dresden ist geil, muss ich einfach mal sagen. Definitiv, also ich glaube, es gibt nichts Geileres, das muss man jetzt einfach ganz klar so sagen. Kirsten liegt auf dem Ball, wenn er auf dem Ball liegt, habe ich ein gutes Gefühl. Lieber Fußballgott, lass dieses Märchen gut ausgehen. 2:1 führt die SGD. Im Ernst, dieser Draxler, ey, wenn der mal im Laufen ist, da spielt er uns fast alleine rund. Julian Draxler geht an zwei Spielern vorbei, am dritten vorbei, schießt Kirsten! Kirsten hält diesen Schuss von Draxler. Kirsten, ganz wichtig, er hat den Schuss gehalten, der Benny. Das war klar, der Druck war enorm und war natürlich auch schwierig, dann das 2:0 über die Bühne zu bringen. Aber das ist aller Jahren wert, was wir heute gemacht haben. Jungs, meine Freunde, köpft den Ball irgendwie raus. Köpft den Ball raus, das ist die Möglichkeit. Kirsten hat den Ball. Kirsten hat den Ball. Unser Benny hat ihn. Und jetzt können es doch nur noch Sekunden bis zum Abpfiff sein. Bis zu diesem Moment, auf den ganz Fußball Dresden hinfiebert. Bis zu unserem schwarz-gelben Fußballmärchen am Montagabend. Eitekind pfeift. Pfeift er denn endlich ab? Wann traut er sich? Jetzt traut er sich! Fußball Dresden hat einen weiteren Feiertag. Die Sportgemeinschaft Dynamo schlägt Schalke 0-4 mit 2:1. Dynamo, ich könnte dich klutschen für solche Abende. Kurz durchatmen und feiern. Meine Frau hat zu mir gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, weil wenn du überlegst, wie bis jetzt Dynamo für mich war, dann sagte sie, dann muss das Pokalspiel heute einfach gut für dich laufen. Und sie hat natürlich recht, wie immer.